Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge. Und heute habe ich einen Gast, doch bevor ich sage, wer das ist, möchte ich mich erstmal bedanken. Und zwar gab es einen richtig großen Grund für mich zu feiern. Mein Verlag hatte mich angeschrieben, dass kurz vor Weihnachten, also zu meinem ersten Buch, Die entspannte Familie, wie du aus einer Mücke keinen Elefanten machst, so viele Bestellungen eingegangen sind, dass der Verlag nicht mehr liefern konnte. Und jetzt mein Buch nachgedruckt wird. Es gibt also eine zweite Auflage. Wahnsinnig, total beeindruckend. Und ich bin mir so sicher, dass das ja auf eurem Mist gewachsen ist, wie man das so sagt. Ja, ich schätze mal, dass ganz viele von euch dieses Buch vielleicht zu Weihnachten verschenkt haben oder vielleicht sich selbst auch geschenkt haben. Und dafür möchte ich mich ganz, ganz doll bedanken. Auch für die ganzen Weiterempfehlungen und die Nachrichten, die mich erreichen auf Instagram oder auf per Mail, wie auch immer. Ich beantworte ja auch alles selbst. Also ja, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, das ist die Sandra von Inklusion für Anfänger. Die findet ihr auf Instagram. Sandra ist selbst Mama von zwei wundervollen Kindern und arbeitet als Sonderpädagogin an einer Schule. Und gerade das Thema Inklusion ist auch häufig ein Thema, was mir begegnet, wenn ich mit Eltern arbeite, sei es jetzt innerhalb einer Schule oder sei es jetzt auch in meiner Praxis, wenn ich mit Familien arbeite. Es sind ganz oft Ängste damit verbunden und Sorgen. Und ich fand es sehr schön, dass Sandra sich bereit erklärt hat, ihr Wissen mit uns zu teilen, ihre Erfahrungen mit uns zu teilen. Und ich bin sehr gespannt, wie dir die Folge gefällt und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören. Ja, herzlich willkommen, liebe Sandra, und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute über das Thema Inklusion zu sprechen. Und ich würde dich total gerne erstmal einladen, so ein klein bisschen von dir erzählen, zu deiner Person und was du überhaupt genau machst. Ja, hallo, danke ebenfalls. Ich finde das ja immer schön, wenn ich zu einem Podcast-Interview eingeladen werde. Ich bin Sonderpädagogin, also Lehrerin, Sonderschullehrerin ist die offizielle Bezeichnung damals in meinem Examen, stand es so drin. Und bin jetzt seit 13 Jahren im Dienst. Und am Anfang habe ich an der Förderschule Lernen gearbeitet, wie das halt für Sonderpädagogen üblich war, an der Förderschule zu arbeiten. Und gleichzeitig aber immer im gemeinsamen Lernen, so hieß das damals noch, von Anfang an immer mindestens 10 Stunden die Woche an verschiedenen Haupt- und Gesamtschulen. Mhm. Und jetzt nach meiner ersten Elternzeit bin ich komplett umgestiegen, habe mich versetzen lassen, näher an meinen Wohnort ran und bin an der Gesamtschule in der Inklusion tätig. Also gar keine Klassenleitungstätigkeit mehr, da hat sich meine ganze Berufsbeschreibung noch mal ein bisschen umgewürfelt. Und ja, da arbeite ich jetzt seit 3 Jahren, bin gerade aktuell wieder in Elternzeit, aber steige Ende März wieder ein. Ich bin ja sehr viel in Schulen unterwegs und ich erlebe dann manchmal, dass mir Sonderpädagogen auch berichten, dass sie ja gar nicht so klar ist, ihre Rolle im System klar ist, ne? Und dass sie sich manchmal auch so ein bisschen wie so Hilfs-Sheriffs vorkommen oder wie Praktikanten zum Teil sogar, weil gar nicht klar definiert ist, was macht denn der Sonderpädagoge in der Schule? Magst du dazu mal so ein paar Sätze sagen? Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem, dass das tatsächlich nicht definiert ist, weil wenn man sich für den Beruf entscheidet, denkt man ja erstmal, man wird ganz normaler Lehrer, nur eben an einer Förderschule. Jetzt ist das alles ganz anders und deswegen muss man sich dann positionieren. Ich denke, das ist dann aber auch sehr individuell abhängig davon, wie man selber tickt, was man für Vorlieben hat und wie das Kollegium tickt und organisiert ist. Ich habe mir meine Stellenbeschreibung mehr oder weniger selber zusammengebastelt und habe da jetzt so meinen Weg gefunden. Andere Sonderpädagogen machen das vielleicht total anders. Also, um das mal zusammenzufassen, ich mache so einen Mix aus Beratung, Kooperation, Team-Teaching. Also ich bin mit mindestens 8 Kollegen doppelt besetzt in meiner Woche und bin dann im Unterricht mit dabei. Da bin ich dann tatsächlich manchmal so eine Art Hilfs-Sheriff. Finde ich aber voll okay. Also mache dann zum Beispiel
Schwerpunkt lege ich dann aufs Verhalten und der Kollege oder die Kollegin hat den Unterricht und den Verlauf geplant und ich steige ein, wo es passt. Oder also ne, dass man, mit manchen Kollegen kann man sich die Bälle zuspielen, mit manchen ist es eher so, dass man eher beobachtend dabei ist. Und ich mache aber auch selber Unterricht, das ist mal aber alles Absprachesache. Ich habe aber auch noch zusätzlich so Projekte wie eine Schülersprechstunde, die ich anbiete, im Hintergrund hustet mein Baby. Ja, die Kleine ist so süß, Eloise. Hier eine Schülersprechstunde, wir haben ein Lernbüro, was wir regelmäßig anbieten. Da sitzt dann immer jeweils ein Sonderpädagoge und Schüler kommen dorthin, um dort in einem ruhigen, geschützten Raum lernen zu können mit ihrem Material oder bekommen Material von uns. Ich bin im, ich habe natürlich verschiedene Gremien noch, in denen ich bin. Das ist sehr vielfältig. Also im Grunde bin ich aktuell so ein Mix aus Lehrerin und Sozialpädagogin, habe ich manchmal das. Okay. Vielleicht sagen wir auch nochmal, was heißt Inklusion überhaupt? Vielleicht weiß auch gar nicht jeder, was dieses Wort Inklusion überhaupt bedeutet. Ja, ich denke mal, die meisten Leute haben so vielleicht noch den Begriff Integration. Da kann man sich ja was vorstellen, dass Leute eingebunden werden in alle möglichen gesellschaftlichen Aktivitäten. Das ist Integration. Inklusion ist wirklich Teilhabe. Also nicht nur dabei sein, sondern mitmachen können, mitbestimmen können, gleichwertig eingesetzt werden. Und dazu gehört halt ganz viel, was man von außen mitorganisieren muss, damit, also Inklusion ganz weit gefasst, bezieht sich nicht nur auf Menschen mit Behinderung, wie es jetzt in meinem Fall ist, sondern ja auch auf alles, Alter, Geschlecht, Herkunft und so weiter. Aber in Bezug auf Behinderung muss man dann eben gucken, dass man möglichst barrierefrei das ganze Zusammenleben gestaltet, damit die Leute eben auch teilhaben können. Da geht es nicht nur um räumliche Barrieren, also Treppe und Rampe im Vergleich zum Beispiel, sondern auch Gebärdendolmetscher kann man integrieren in den Unterricht zum Beispiel oder in irgendwelche Abläufe oder einfache Text in einfacher Sprache verfassen, damit eben die Lesen schwieriger haben, klarkommen. Und ja, da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, damit Inklusion gelingen kann. Und ich bin halt im Schwerpunkt schulische Inklusion als Lehrerin, logischerweise. Deswegen kenne ich mich da auch am besten aus. Ja, es gibt ja, ich würde sagen, drei Ebenen. Vielleicht korrigierst du mich auch. Einmal körperliche Einschränkungen, ne, aufgrund von körperlichen Einschränkungen. Dann aufgrund von Lerneinschränkungen. Das heißt, einen besonderen Bedarf, nochmal Lernmaterial, schulisches Lernmaterial anders aufbearbeitet zu bekommen, ne? In einem anderen Tempo. Ja, korrekt. Und dann halt der Bereich, und das ist das, was ich erlebe, was am viele Herausforderungen für Lehrer macht, der Bereich erziehungsschwierig, also erziehungsauffällig, verhaltensoriginell, sagt man ja so schön. Ja, emotionale und soziale Entwicklung heißt genau. Das. Offiziell heißt es soziale Förderschwerpunkt emotionale Entwicklung. Ja, das ist korrekt. Das ist tatsächlich der Förderschwerpunkt, mit dem wir uns vordergründig beschäftigen müssen, weil den kann man einfach nicht außer Acht lassen, weil dann sprengt einem den Unterricht. Ne? Also wenn man Störungen ignoriert oder sonstige emotionale Ausbrüche, dann dann kommt man nicht voran. Das muss man also beachten. Das geht gar nicht anders. Und da sind auch viele überfordert, das ist klar. Ja, weil wollten sie nie und da sind sie nicht mehr ausgebildet und überhaupt können die nicht irgendwo anders hingehen. Ja, ich sage auch immer, das sind auch Menschen, ne? Die ticken gar nicht, also die verhalten sich anders, aber innerlich, so die Bedürfnisse sind ja gar nicht anders. Ne? Die ich erlebe nur halt, dass dann oft Ängste auch geschürt sind, also sowohl auf der Lehrerseite wie aber auch manchmal auf der Elternseite. Wie ist das so bei euch? Wie erlebst du das? Kriegst du Ängste und Sorgen mit? Meinst du die Eltern, die Kinder haben, die emotionale Schwierigkeiten haben oder die Eltern von den anderen? Genau andersrum nämlich, dass die Eltern, wo diese Auffälligkeiten gerade nicht zu beobachten sind, sage ich jetzt auch mal, weil jedes Kind kann auffällig, jeder Mensch kann auffälliges Verhalten entwickeln. Ne? Deswegen, ich mag auch diese Einteilung ja gar nicht so gerne, sondern ich sage immer, jeder hat das Potenzial, auch aggressiv zu reagieren oder extrem wütend zu reagieren, wenn es einem halt sehr schlecht geht einfach. Ne? Ja. Und ich erlebe das oft, dass das Sorgen und Ängste bei den Eltern sind, wo diese Auffälligkeiten halt nicht zu beobachten sind. Wie ist das bei euch und wie geht ihr damit um? Das würde mich interessieren. Wir haben
an meiner Gesamtschule ursprünglich das System, also es hängt ja auch immer davon ab, wie viele Sonderpädagogen sind im Einsatz. Bei uns sind es zum Glück halbwegs viele und wir haben einen pro Stufe. In meiner Stufe sind es jetzt 4 Klassen und wir haben in der Klasse 5 angefangen damit, dass es 2 inklusive Klassen gab und 2 nicht inklusive Klassen. Ist jetzt per se auch nicht so, wie Inklusion sein sollte, aber ist jetzt rein organisatorisch einfacher, damit der Sonderpädagoge sich nicht so aufsplitten musste. Mittlerweile sind ja in allen 4 Klassen aber Förderkinder. Ich nenne das jetzt der Einfachheit halber so, kann man auch wieder drüber diskutieren. Weil eben auch Schüler mal die Klasse gewechselt haben oder es gab verschiedene Varianten oder ein neues Gutachten erstellt wurde. Und da gab es definitiv in der einen Klasse Eltern, die sich richtig aufgeregt haben, dass sie jetzt auch eine Förderklasse quasi geworden sind. Und auch Anstrengungen in der Elternschaft da waren, irgendwie dieses Kind aus der Klasse zu kriegen, was da plötzlich Förderbedarf hatte. Was sich natürlich leider auf die Schüler mit auswirkt. Und das macht es nicht leichter. Nicht. Also da muss man Aufklärungsarbeit leisten auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es halt leider auch oft so, dass die Eltern die Kinder haben, die mehr Bedarf haben. Also zum Beispiel ein Kind mit ADHS, sagen wir jetzt mal. Ja. Das ist ja so ziemlich bekannt. Aufmerksamkeit, Defizit, Hyperaktivitätssyndrom, also die hibbeligen Kinder. Da möchten die manchmal gar nicht, dass die anderen das wissen. Und wir sind natürlich auch zum Schweigen verpflichtet. Das macht es aber nicht leichter, wenn das Kind sein Verhalten ja aber trotzdem zeigt. Wie erklärt man das dann den Schülern, ohne das nennen zu dürfen und ohne irgendwie stigmatisieren zu wollen? Oder wir haben zum Beispiel an der Schule ein Kind, was Tourette hat. Das äußert sich nicht in Worten, aber in Geräuschen und wurde plötzlich in einer Phase deutlich stärker. Die wollten am liebsten nicht drüber reden, das Kind auch nicht. Dann habe ich mit dem Kind ein Einzelgespräch geführt. Also ich habe mit dem Kind gesprochen und ihm versucht zu vermitteln, dass es ist doch deutlich einfacher, wenn alle Bescheid wissen und du dich nicht die ganze Zeit zusammenreißen musst, was dir aber ja auch nicht unbedingt gelingt. Und das macht bei dir mehr Stress, das fordert das Tourette noch mehr und mehr heraus. Genau. Wir könnten es im Klassenrat gemeinsam angehen oder so. Und da hat er sich auch darauf eingelassen und dann haben wir das so gemacht und es war dann auch irgendwann so, dass in der Klasse das alle voll akzeptiert hatten und auch ihn verteidigt haben, anderen gegenüber, die dann schon mal blöde Sprüche bringen, weil sie es halt einfach nicht wissen. Also ja. Es war ihm auch immer sehr wichtig, dass wenn es neue Lehrer gab, die in der Klasse unterrichtet haben, dass ich doch bitte vorher mit den Lehrern sprechen sollte, weil ihm das nach wie vor unangenehm war, darüber zu sprechen. Ja. Aber trotzdem, ja, und die Eltern haben es auch sehr lange vor uns verheimlicht. Also es war mit Medikamenten wohl halbwegs gut unterdrückt. Ich weiß nicht, inwiefern man das überhaupt kann, aber es wurde dann eben, irgendwann konnte man es nicht mehr verheimlichen sozusagen. Ja. Ich glaube, sie hätten es dem Kind leichter gemacht, wenn sie das von Anfang an etwas offener gehandhabt hätten. Ja. Das ist nur ein Beispiel. Man muss sehr individuell auch. Ich bin da auch ein Freund von, offen über diese Dinge zu sprechen und gemeinsam einfach ein Miteinander dann zu gestalten, anstatt das zu verheimlichen. Ich weiß, dass ich in einer Schule mal gerufen war zu einem Elternabend, weil auch ein Junge in der 2. Klasse mit sozial-emotionalen Auffälligkeiten die Eltern animiert hat, Unterschriftenlisten zu sammeln, dass dieses Kind von der Schule geht. Oh Gott, und ja. Weil alle Kinder Angst hätten und ich habe mir dann die Klasse angeguckt, zusammen halt auch mit dem Schüler, weil ich auch erstmal wissen wollte, wie reagieren denn die anderen Kinder wirklich, ne? Wenn man dann vor Ort ist. Und ich habe mit denen Spiele gemacht und Übungen und habe mal geguckt, wie ist es denn? Und am Elternabend, das fand ich eigentlich ganz schön, hat es hinter wirklich so eine Wendung genommen, dass einige angefangen haben zu sagen, es ist doch eigentlich traurig, dass wir so einen Zweitklässler hier aus der Klasse rausekeln wollen, anstatt uns hinzusetzen und zu überlegen, wie können wir hier das gemeinsam hinbekommen. Und das war wirklich sehr, sehr schön, obwohl das sehr emotional war insgesamt, der Elternabend, ne? Aber da hat es wirklich nochmal eine gute Wendung genommen, fand ich. Und der war auch bis zur 4. Klasse dann noch weiter in der Gemeinschaft. Das fand ich ganz schön. Unsere sind natürlich ein bisschen älter, ne? Die sind in der Pubertät. Und Pubertät ist dann nicht mehr so niedlich. Und deswegen kommt dann das Argument mit dem Zweitklässler oder so dann nicht mehr zum Tragen. Aber ich stelle auch fest, und so gehe ich ja mit allen Schülern um, das finde ich ist ja auch Inklusion, wenn jemand andere beeinträchtigt, in welcher Form auch immer, ist dann ein ganz klares Stoppsignal zu setzen. Und ich finde, da haben die Lehrer auch, also sind die Lehrer in der Pflicht, alle Lehrer, und das machen leider nicht immer alle. Viele denken, ach, mein Fach ist wichtig und darauf
konzentriere ich mich und der Rest ist eben nicht so wichtig. Und es gibt auch genug SchülerInnen bei uns, die keinen Förderbedarf, keinerlei Förderbedarf haben und heftig mobben oder irgendwas. Ne? Also, da müssen wir ja auch mit umgehen und da können wir ja nicht einfach sagen, ja klar, alle Schüler weg, die stören, das geht nicht. Ne? Ich finde es auch schön, dass es aufgrund der Inklusion jetzt auch langfristig so geplant ist, dass sie eben nicht mehr wegsortiert werden können. Was glaubst du, ist denn auch der Gewinn einer Inklusionsklasse? Wenn ich jetzt als Elternteil sage, ich glaube, mein Kind kommt oder ist in einer Inklusionsklasse und ich mache mir einfach Sorgen, dass nicht genug Lernstoff, das ist ja oft ein Argument, ne, dass nicht genug Ruhe ist, dass nicht genug Lernstoff vermittelt werden kann. Aber ich glaube, es gibt halt auch ganz, ganz viele Vorteile, wenn es gut begleitet wird. Und was sind so deine Erfahrungen? Welchen Gewinn habe ich und mein Kind natürlich auch langfristig durch Inklusion? Also ein Riesenvorteil, finde ich, ist das soziale Lernen. Also das ja so oder so sinnvoll ist, aber in dem Zusammenhang lernen Kinder einfach, dass Menschen vielfältige Varianten mit sich bringen und einfach Vielfalt komplett normal ist, in welcher Hinsicht auch immer, und da ganz normal mit umgegangen werden kann. Und das ist auch eine Basis für Inklusion in der Gesellschaft irgendwann. Ich erinnere mich zurück, als ich Sonderpädagogik angefangen habe zu studieren oder darüber nachgedacht habe, es zu studieren, war mein Schwerpunkt Körperbehindertenpädagogik, so hieß das damals noch. Und ich kannte keine körperbehinderten Kinder, Mitschüler, kannte ich einfach nicht. Also ich kannte nur ein Kind mit Down-Syndrom, das war auch schon kein Kind mehr, der war schon älter und fuhr mit so einem Dreirad, so für Erwachsene und seiner Mutter manchmal bei uns durch die Siedlung, aber vom Sehen, dann hat man mal gegrüßt und das war's. Und da gab es keinerlei Berührungspunkte. Und deswegen sind natürlich die Berührungsängste auch groß, ne? Denn dadurch kommt es vielleicht auch, dass viele Leute denken, ich weiß nicht, Behinderte, wie soll ich denn mit denen umgehen? Bevor ich was falsch mache, lasse ich es lieber ganz. Wenn man aber in der Grundschule, im Kindergarten schon mit so vielen unterschiedlichen Menschen aufgewachsen ist, dann stellt man das irgendwann nicht mehr in Frage. Dann ist das selbstverständlich. Und das ist ein riesiger Gewinn aus meiner Sicht. Ja, ich glaube auch so dieser ganze Leistungsdruck, der zum Teil auch in Schule herrscht, einfach auch, das setzt ganz, ganz vielen Kindern zu, wenn ich mit Jugendlichen oder auch Jüngeren arbeite, dass sie einen inneren Leistungsdruck haben und auch immer sich so die Frage stellen, bin ich gut, wie ich bin? Bin ich richtig, wie ich bin? Und ich glaube, dass das auch ein Riesengewinn ist, dass es nicht darum geht, was du leistest oder was du kannst, sondern dass es um einen menschlichen Wert geht. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr schön über Inklusion vermittelbar und erfahrbar wirklich, ne? Ja, ich finde auch, also Schule an sich, das war ja schon immer mein Ziel. Ich wollte nie einfach nur ein Fach unterrichten und den Rest abschotten. Ich fand das Zwischenmenschliche immer sehr viel wichtiger. Und ich finde halt auch, Schule ist ein wichtiger Teil bei der Persönlichkeitsentwicklung. Also man kann Kindern ganz viel mitgeben in dieser Hinsicht, also auch Selbstwert stärken, was auch immer, was da alles dazu gehört und eben auch dieses mit dem Leistungsdenken. Ich habe zum Beispiel, also eine große Angst ist ja oft bei den Eltern, meine intelligenten Kinder oder mein intelligentes Kind kriegt nicht genug Futter, wenn jetzt da Kinder gefördert werden, die schwächer sind, und dann fällt es hinten über und lernt nicht genug. So, meine Erfahrung ist, dass die fitten, cleveren Schüler immer klarkommen. Also vielleicht gibt es phasenweise irgendwie mal weniger Input, aber das ist überhaupt nicht wichtig, weil Input kann man sich selber später immer wieder reinfüttern. Es ist wichtig, dass man lernt, wie lerne ich überhaupt, wie gehe ich mit irgendwelchen Situationen um, wie gehe ich auch mit Frustration um, wie arbeite ich mit anderen zusammen, egal wie die drauf sind, und dann können sie sich später alles selber erarbeiten. Wenn man einfach immer nur lernt, frontal alles zugeschüttet kriegt und dann vielleicht tolle Leistungen hat, heißt das noch lange nicht, dass man deswegen für die Lebenswelt nach der Schule vorbereitet ist. Das finde ich, kann man durch die Inklusion sehr gut unterstützen, dieses, Hast du so ein paar Tipps, um Berührungsängste und Vorteile abzubauen? Auch so, wenn ich jetzt als Mutter vielleicht in der Schule bin und auch von anderen Eltern diese Sorge vielleicht höre, hast du so ein paar Ideen? Also Kontakt finde ich immer gut. Also das ist ja das Schwierige, ne? Man hat ja so eine Vorstellung, wie Schule abläuft, ist aber ja selber nie da. Ich biete gerne, aber gut, das kann man immer nur selber anbieten. Ich kann ja nicht einfach sagen, gehen Sie mal bei meinen Kollegen hospitieren. Das finden die dann vielleicht doof. Bei mir dürften sie das aber. Also das habe ich immer Kolleginnen an der Hauptschule empfohlen damals, wenn ich da war. Und die sagten, wie machst du das eigentlich?
Dann habe ich gesagt, wir kommen dann mal vorbei. Und das haben die auch teilweise gemacht und waren meistens danach positiv überrascht, weil sie merkten, ach so, ja, das ist ja eigentlich auch Unterricht und das ist ja ganz normal und die gehen ja nett miteinander um und die schreien ja gar nicht die ganze Zeit durch die Gegend und verhalten sich doof oder sowas, weil, ja, also Kontakt finde ich wichtig. Ansonsten, ja, Tage der offenen Tür gibt es natürlich auch immer mal wieder, da kann man sich das angucken, Gespräche mit Sonderpädagogen vielleicht an der Schule führen, wenn man jetzt selber noch nicht. Ja, du redest wahrscheinlich von Leuten, die schon ihre Kinder auf der Schule haben, oder meinst du vorher? Und sowohl als auch, ne? Sowohl als auch, würde ich das sagen, ja. Ja, Kontakt aufnehmen. Ja. Mhm. Und informieren. Also nicht die Vorurteile im Kopf groß werden lassen und denken, so ist es. Ich glaube auch so die Kompetenz in dein eigenes Kind, also die Ängste, die ich da habe als Elternteil, wirklich mal zu überprüfen und auch meinem Kind Kompetenzen zuzutrauen, Lösungen zu finden für diese Herausforderung, die das bringt, vielleicht auch im sozialen Miteinander manchmal. Und ich glaube, es ist ganz wichtig auch, dass wir als Eltern Vertrauen in unsere Kinder haben, dass die dafür gute Lösungen finden für Herausforderungen, ja, und dass das wichtige Lernerfahrungen sind, die ihnen später ganz viel bringen und dass ich mein Kind gar nicht so beschützen muss. Da gibt es nichts zu beschützen, das ist keine Gefahr, weißt du, was ich meine? Ja. Sondern, dass ich ins Vertrauen gehen kann, dass ja, mein Kind alles mitnimmt, was wichtig ist, ja, und dass es daraus ganz viel oder davon auch ganz viel profitiert und dass es ein Geschenk ist und nicht eine Gefahr. Das ist mir immer nochmal wichtig. Ne? Ja, das ist richtig. Und wenn Eltern den Kindern eine, ja, so eine positive Grundhaltung mitgeben in die Richtung, dann reagieren die Kinder ja auch so. Dann, die Kinder sehen ja oft das Problem erst, wenn die Eltern sagen, oh Gott, lernt ihr denn überhaupt genug? Und nein, gab es schon wieder Stress? Hattet ihr schon wieder Klärungen in der Schule? Und wenn es Klärungen gibt oder sowas, das hat ja eben ganz oft mit irgendwelchen Schülern aus der Klasse zu tun, aber gar nicht zwingend mit Kindern, die da Förderbedarf haben oder sowas. Ja. Ich glaube, da können Eltern als Vorbild auch viel mit unterstützen, auch wenn sie nicht dabei sind. Ja. Ja, liebe Sandra, wie schön, dass dein Baby mitgespielt hat. Mitgequatscht hat, ja. Mitgequatscht hat und vielen, vielen Dank für deine, ja, Erfahrungen und deine Eindrücke. Und ich weiß halt, meine Tochter war selbst auch in einem integrativen Kindergarten schon und auch in ihren Klassen war es immer so, dass es inklusiv war. Ne? Früher, wie du schon sagst, hieß es ja integrativ. Und ich habe für mich und meine Kinder festgestellt, dass es ein Riesengewinn war und dass ich sehr dankbar bin und froh darüber bin. Und ich habe die gleiche Erfahrung gemacht wie du. Ich hatte früher auch nie Berührungspunkte zu Menschen, sei es mit Körperbehinderung, sei es mit Lern- oder sozial-emotionalen Schwierigkeiten, aber gerade auch Körperbehinderung. Und ich habe mir immer gefragt, wo sind die denn alle? Ja, also warum sind die denn weg? Warum sind die denn nicht dabei? Und das fand ich halt so schön, dieses Gefühl, dass ja jeder dazugehören darf. Ne? Und dann halt individuell zu gucken, was tut jedem gut da an dieser Stelle. Ne? Interessant ist vielleicht auch nochmal, wenn man einmal die Perspektive switcht, wenn man selber Elternteil ist, ja. Also ich sehe das ja jetzt mit meinen Kindern, und sich vorstellt, dein Kind geht ja in die Schule irgendwann, meine sind jetzt noch im Kindergartenalter und kleiner, aber das eigene Kind hat in irgendeiner Form einen Förderbedarf, einen sonderpädagogischen Förderbedarf. Das sucht man sich ja nicht aus. Ja. Allein die Vorstellung, es ist einfach so, man war selber vielleicht Inklusion gegenüber skeptisch und hat jetzt aber zum Beispiel ein Kind mit Down-Syndrom. Habe ich jetzt in der Familie zum Beispiel, irgendwas anderes, ganz egal. Dann müsste man doch das total selbstverständlich finden, dass man natürlich möchte, dass das Kind mit allen anderen zusammenlernt und nicht von Anfang an separiert wird. Ich meine, Förderschulen haben mit Sicherheit auch Vorteile, weil Förderung intensiver eventuell stattfinden kann, was auch immer. Aber die sind halt räumlich oft nicht in der Nähe. Die Kinder werden dorthin gefahren, werden irgendwann nachmittags zurückgebracht. Die sind dann leider auch im Sozialleben nicht unbedingt integriert. Da hat man dann nicht unbedingt noch Freundschaften in der Nachbarschaft. Ja. Das und das wirkt sich aufs ganze Leben aus. Mhm, und allein diese Art der Inklusion finde ich so wichtig. Mhm. Ja. Ja, schön. Vielen, vielen Dank
für dieses tolle Interview und deine Anregungen. Und ich wünsche dir jetzt einen ganz, ganz schönen Nachmittag. Und ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und dein Wissen mit uns teilst. Gerne, gerne. Ich bin sehr gespannt, was draus wird. Ja, wir halten dich auf dem Laufenden. Und wenn ihr möchtet, folgt uns auch gerne auf Instagram und kommentiert gerne auf Instagram. Wir verlinken dich natürlich. Du bist ja auf Instagram mit Inklusion. Für unterstrich Anfänger, alles mit UE und AE. Ja, wunderbar. Ja, das war die Folge mit Sandra und ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen. Schau doch gerne mal bei ihrem YouTube-Kanal vorbei, Inklusion für Anfänger. Wir verlinken dir das natürlich alles in die Shownotes. Vielleicht hast du auch Fragen zum Thema Inklusion. Wir konnten es ja wirklich nur anreißen. Also schick mir gerne die Fragen auf Instagram oder per Mail, wie es passt für dich. Ich finde es immer sehr schön, wenn es in den Kommentaren ist, weil einfach auch andere dann mitlesen können. Auch andere haben oft die gleichen oder ähnlichen Fragen und Ängste und Sorgen. Und so kann man einfach seine Gedanken miteinander teilen. Also meldet euch, ich freue mich. Nun denk immer daran, du bist genau richtig so, wie du bist für dein Kind. Und dein Kind ist perfekt so, wie es ist. Fühl dich von ganzem Herzen umarmt. Tschüss, deine Simone.